Ik kruis in het noemen Jezus Christus en ik wens iedereen God te zegen. Ik wil de vers lezen uit Reema kapitel 9, Zaastig 13. Hoe dat zo zijn dit. Niet aber sage ich solches, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden sei. Denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder, sondern in Isaac wird die Nachkommenschaft genannt werden. Das ist nicht die Kinder des Fleisches, die sind Gottes Kinder, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dies ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit werde ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber dies, sondern auch als Rebekka von den einen unserem Vater Isaac schwanger war. Denn ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, auf das der Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nach der Auswahl nicht aus Werken, sondern aus dem Berufenen, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird den Jüngeren dienen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Also der Apostel sitze ich hier vielleicht hier in etwa ein Problem, wenn Gott Israel all seine Uterwilde oder das Uterwilde Volk, das Israel hier ist und all diese Verheißungen gegeben hat, wie kann er damit von der Schittit so etwa reinpassen? Weil Israel teilweise zu sich gesagt ist und die Heidenvölker nicht durch Bern stehen. Und wie kann das hier dann nicht passen? Und er wies, dass Gott immer mit diesem Sauverein erwählt und seine Versprechungen nicht auf die direkte Ausstammung beschränkt hat. Also Gott, der seinen heiligen Willen, er weiß, was du warst, ist und weiß alles, was passieren wird. Bloß weil ein Menschenvolk Israel gehört, bedeutet das nicht, dass er nur all ein Ohr von der Versprechung für uns ist. Innerhalb von dem Volk Gottes, also von dem Volk Israel, hat Gott einen trüben, gläubigen Überrest. Nicht alle Nachkommen von Abraham waren aus seinen Jüngern betekent. Israel zum Beispiel gehört ja auch zu den Nachkommen von Abraham. Doch diese Verheißung, der ran über Isaac, nicht über Ismael. Gott, seine Versprechung, der sieht das aus in Isaac, was in der Nachkommenschaft genannt worden. 1. Mose 21. Wenn Jesus hier beirrt wird mit den Juden, die über das reden dort, dann sehen die Juden, dass wir Abraham seine Nachkommen, in Johannes Kapitel 8, 33. Und Jesus sagt das auch zu, indem er das sagt, ich weiß, dass die Abraham seine Nachkommen sind. Doch als sie sehen, Abraham ist ans Vater, dann antwortet er, wenn die Abraham seine Jünger wären, dann würde ich auch die Worte von Abraham tun. Mit anderen wird, sie stammen zwar von Abraham auf, aber sie haben nicht Abraham seinen Glauben, und du werden wir uns auch nicht die jährlichen Jünger. Und damit will Paulus hier gleich erklären, dass wahre Israel besteht nicht in den Jahren die Juden, die bloß von Gott erwählt worden oder in den Juden nicht geboren wären, sondern die sie betiert haben, die Gott erwählt haben und die Gott auch erwählt hat. Und das müssen wir auch einmal verstehen, von der nicht in eine christliche Familie geboren zu sein, merkt mir ein Christ, sondern wenn ich den Christus hier hören will, Gott erwählt sich immer Menschen, der hier Tiet hat für das immer wahre Gedonen, dass er sich Menschen erwählt hat für bestimmte Abgaben. Und damit will Paulus hier nicht sagen, dass Gott nur Arach ist und einen sich erwählen wird und den anderen wegschmieden wird. Gott erschien Abraham und sieht dort, dass er bestimmte Tiet, dann wird Sarah ein Sehen haben. Und hier kann wieder klar sein, wenn euer diese Dinge all geboren wären, dann erhielte der Älteren all diese Ankündigung, dass der Ältere wird den Jüngeren deinen. Gott sieht auch krank, wer das sein wird. Aber Gott hat ihm nicht gesagt, dass er einen wird annehmen und den anderen wird wegschmieden. Gottes Entscheidung wird, dass der Ältere den Jüngeren deinen wird. Also soll jen über Jakob eine ungeordnete Stät haben. Um Gottes helle Welle und diese Erwählung nach wieder zu unterstrecken, zitiert Paulus Malachi 1. Wo er dann sagt, dass Jakob habe ich geläuft, aber Esau habe ich gehaust. Und hier redet Gott von den zwei Völkern. Und er will nicht sagen, nur, dass Jakob habe ich angenommen und Esau habe ich nicht verschmähten. Er will hier nicht sagen, dass Edom, dass kein Mensch von dir konjurat worden von den Völkern. Und das will hier auch nicht gut sein, wie Gott Jakob angenommen hat, also für diese Abgabe bestimmt hat, dass die Juden sich nicht bekehren dürfen. Wenn ein Mensch in den Himmel kommen will, dann muss er sich bekehren zu Jesus Christus. Das ist der einzige Weg. So lehrt uns dort die Bibel. Bloß was uns dort hier wiesen will,
dat God mensen beroept heeft, dat God mensen erwählt heeft, te bestemde dienste in zijn leven te doen, waar God besondere zielen met erreichen deed en erreichen wil. De apostel wil dit hier einfach erklären. En wie moeten hier nu niet zo verstaan dat dit, dat God zich hier mensen uitlezen deed. Dat denk je om deze irdische zegeningen. Dat denk je niet om dat eigen leven. Dat God uit om je huis heeft. Dat bedient je niet dat een einzelner Edomiter tjemmel in kon je raad worden. Oder dat een Jude einfach doorwerken wil dat Jacob zijn familie hier oder dat Israël, dan kan hij nu im Himmel nennen. En doorwerken moet we ook zo verstaan, God wil dat alle mensen je raad worden. En jeder, wenn er Jesus tjem, dem wordt God ook aannemen, zegt dan in Johannes 37. Wir haben ein Mädchen, wo ich nicht rutschleiten. Aber das wies uns hier einmal, wie Gott alles in sein heiliger Wellen bannen sein kann. Von Anfang der Welt, ganz bald ab und eng. Das wies uns hier auf einmal die Vollkommenheit Gottes. Dass Gott alles weiten wird und verübt, sieht er alle Dinge. Und da wollen wir in den nächsten Phasen wieder eben nachdenken, wann der Herr will und wir leben. Aber ich wünsche uns an Gottes Segen, dat we een volle vertrouwen op Gottes woord hebben en God wil dat we alle aan de arm komen en geraad worden door Jezus Christus. Wel, we nog beden. Lieve Heer Jezus, dank u voor die woord. Dank u dat u de almacht hast en wie mensen moet een kleine poort erkennen kennen. Help ons die woord te vertrouwen, help ons meer en meer door aan te verstonen, damit we die verheerlijken kennen. Danke, dass du weißt, dass alle Menschen geraten wurden und zu der Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.